Und da waren es nur noch 10. Aber dafür sind wir wieder auf der gleichen schönen Bahn. Das finde ich schön. Auch wenn das bedeutet, dass N64 Bowsers Festung immer noch hartnäckig ignoriert wird. Und hier fällt der Chef noch selber. Genau, wir sind ja im neuen Grand Prix. Das heißt, neuer Fahrer, neues Glück oder so. Oder neues Pech. Was auch immer. Und ich muss sagen, das fährt sich jetzt doch schon wieder ein bisschen anders als das Leichtgewicht eben. Wow, dass ich die Kurve überhaupt noch gekriegt habe, ist fast ein Wunder. Hallo Power. Mensch, wo fliegst du denn rum? Yay. Und eine Fakebox. Wer fährt rein? Keiner. Keine Freiwilligen heute. In Fakeboxen fahren kostet wohl extra. Ja. Also ich bin noch nie von einem Bullbill auf den ersten Platz gebracht worden. Nur um das gesagt zu haben. Nie. Niemals im ganzen Spiel. Wow. Aber Basti wird natürlich davon auf den ersten Platz gebracht. Andererseits hat er auf die Art einen roten, einen blauen Panzer für mich abgefangen. Also will ich mich mal nicht beschweren. Was das weiß. Irgendwie habe ich den falschen getroffen mit meinem grünen. Habe so den Eindruck. Egal, egal. Wow. Das ist nicht nett. Finde ich nicht in Ordnung. Was müsst ihr mich denn jetzt blitzen? Dann bin ich doch klein und hilflos und... Ja, den roten wollte ich eigentlich gerade nach hinten werfen. So ein Scheiß. Yay. Wer ist denn da schon wieder diese Daisy, die da hinter mir rumguckt? Das war schon wieder Power, oder? Power hat ordentlich Tempo. Yay, flieg, Nixon, flieg! Mit deinem mega coolen Motorrad der Verdammnis. Irgendwie war das anders geplant, aber ich bin irgendwie zu bescheuert oder zu unfähig oder was auch immer, um die Items so zu legen, wie ich es eigentlich vorhabe. Naja, egal. Solange ich Leute damit treffe und irgendwie sogar noch ein bisschen Vorsprung rausarbeite, ist es ja okay. Es darf nur kein blauer Panzer mehr kommen. Wir hatten ja auch schon einen die Runde. Also verzichten wir auf jeden weiteren. Ist das okay? Fällt mir so ein. Ich glaube, ich habe heute noch nicht einen blauen Panzer abgekriegt, oder? Was allerdings auch daran liegt, dass ich eigentlich nie auf dem ersten Platz war. Wow, wow. Eigentlich wollte ich die Bananen legen. Dankeschön. Aber was ich alles will, ne? Geht ja auf keine Kurort. Ich stelle jetzt hier noch Ansprüche. Ich fahre auf dem ersten Platz rum und stelle Ansprüche. Geht ja mal gar nicht. Wow. Das war nicht geplant. Gib mir ein gutes Item. Okay, oder gib mir gar keins. Meinetwegen auch das. Solange nur kein blauer Panzer kommt, sei es ein Butter. Scheiße. Okay, es darf kein blauer Panzer kommen und der hinter mir darf keinen roten kriegen. Sonst habe ich ein Problem. Solange ich klein bin, kann ich auch nicht über die Lücken springen. Das heißt, ich würde automatisch getroffen werden. Yay! Springend ins Ziel! Was für eine Runde! Wahnsinn! Okay! Danke an, ich glaube, es war Basti, der mich mit dem Bullet Bill überholt hat, was eigentlich nicht möglich ist, weil der einen nie auf 1 bringt, aber okay. Du hast für mich einen blauen abgefangen, damit ist alles in Butter. Ist okay. War ein kurzer Auftritt da, ne? Finde ich aber völlig in Ordnung. Und er ist immer noch 5. Also kann er sich auch nicht beschweren. Schön, schön, schön. Guter Start. So kann es weitergehen. Ja, mach weiter. Wow, hat zwar lange gedauert, aber endlich ist es da. War allerdings, glaube ich, nicht meine Wahl diesmal. Ist zwar die Bahn, die ich wollte, aber ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben sie. Wobei Spiegelmodus jetzt ein Problem darstellen könnte. Ich habe nämlich vorhin, bevor wir den Termin angefangen, ein paar Runden Zeitfahren hier gemacht. Und ihr wisst ja, beim Zeitfahren ist alles richtig rum. Und das könnte jetzt etwas irritierend sein. Oh, lass mich bloß in Ruhe, Power. Du willst mich gar nicht rammen, gibst zu. Und du willst auch nicht auf mich schießen. Da sind wir uns einig, oder? Ups. Ja, ich wollte eigentlich Item durchtriggern und nicht Item schießen, aber okay. Ich konnte ja nicht mal ahnen, dass ich eine Banane kriege. Davon kann ich mich auch nicht erinnern, nach vorne gedrückt zu haben. Also, warum habe ich die geworfen? Komm schon in die Kurve. Ja, gib dir mal ein bisschen Mühe, Mensch. Oder Mini, was auch immer. Ja, an sich wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, ein etwas ernsteres Thema anzusprechen, weil das ist ja doch eine längere Bahn. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, da ja das mit den Terminen alles nicht so klappt, wie es eigentlich sollte, was ich sehr traurig finde, weil das System habe ich mir extra so ausgedacht, dass wirklich jeder die Gelegenheit hat, mal mitzuspielen, habe ich mir jetzt überlegt, ob wir nicht wieder zum alten System zurückkehren sollen, sprich ich mache mir 30 Leute in die Freundesliste, die bleiben dann auch fest drin. Und dann lade ich einfach alle ein zu den Terminen, die dann in der Freundesliste sind. Und wer in den Raum reinkommt, hat Glück gehabt. Wer in den Raum nicht reinkommt, hat halt Pech gehabt. Das könnte man prinzipiell wieder so machen. Die Frage ist, ob das irgendjemand so will oder nicht. Ich meine, es sind ein Haufen Leute in meiner Freundesliste, habe ich so den Eindruck.
die entweder nie da sind oder auf die man sich einfach nicht verlassen kann, die nicht absagen oder sonst was. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, überleg mal, wie das hier angefangen hat. Wir waren am Anfang 8 Leute und von den 8 Leuten waren einer oder zwei, die ich wirklich eingeladen hatte, und der Rest waren Ersatzleute. Wenn ich davon ausgehe, dann kann ich auch gleich wirklich so ziemlich alle, die ich habe, adden und gucken, wer da ist oder so. Muss man ja auch mal von meiner Seite sehen. Ist ja auch jedes Mal Arbeit, ein Ankündigungsvideo groß zu machen, die Leute auslosen, wer darf mitfahren, wer nicht. Immer schön merken, wer dabei war beim letzten Mal, damit ich die nicht direkt wieder auslose. Und dann FCs adden, FCs wieder löschen, FCs wieder adden, bla bla, hin und her. Also, das könnte ich mir im Prinzip alles sparen, wenn ich sage, ich habe 30 Leute und fertig. Ja, weiß nicht, also könnt ihr ja auch mal was dazu sagen. Wäre ganz gut, wenn ihr euch dazu mal äußern würdet. Geht ja euch auch an, ne? Ist ja nicht so, als würde das nur mich interessieren, weil zwangsläufig würden dann auch einige Leute, die im Moment noch dabei sind, offiziell zwangsläufig... Danke! Zwangsläufig rausfliegen, weil ich kann keine 41 Leute oder wie viel es im Moment sind, in die Freundesliste setzen, weil es nur 30 Leute zulässt. Macht irgendwie Sinn. Das wäre schön, wenn sie es bei Mario Kart 7, Mario Kart 8 ändern würden. Dass man da wieder eine Freundesliste hat, so wie hier, aber die deutlich länger ist. Und mit deutlich länger meine ich, 100 Leute oder so. Oder vielleicht noch mehr. Vielleicht unbegrenzt, das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ich meine, was ist das? Was macht das schon? Ob ich jetzt 3 Freundescodes gespeichert habe auf meiner Festplatte von meiner Wii oder Wii U, oder ob ich 300 gespeichert habe, das macht doch keinen Unterschied. Danke, dass du mir das Item wegnimmst, Renny. Du hättest jedes andere nehmen können, aber du musst das nehmen, ne? Okay, ich glaube, ich bin 6. oder sowas. Naja, schade eigentlich, ne? Das ist meine Bahn. Aber konnte ich auch nichts machen. 6. Hätte schlimmer laufen können. Und damit bin ich immerhin noch 2. Wuhu. Und Power legt schon wieder vor. Das kann doch nicht sein, Mensch. Pilzschlucht, yay. Hatten wir lang nicht mehr, oder? Egal, hatten wir wirklich jetzt lang nicht mehr. Ich glaube, 3 Grand Prix oder so. Ist ja auch egal. Man könnte allgemein mal ein paar Worte zu Mario Kart 8 verlieren, oder wie seht ihr das? Also, es ist ja jetzt bald soweit. Sollte ja irgendwie im Frühjahr dieses Jahr rauskommen. Also, irgendwie, ich weiß nicht, was war da gesagt? März, April? Oder wurde ja gar nichts gesagt? Keine Ahnung, aber März und April wären noch im Frühjahr. Also, von daher käme das schon irgendwie hin, wenn sie es nicht verschieben. Ja, und Mario Kart 8 wird ja bestimmt ganz witzig. Da sind ein paar Dinge drin, die finde ich extrem gut. Warum habe ich das mit dem Pilz gemacht? Kann mir das jemand erklären? Damit ich 2 rote Panzer abkriegen kann zum Preis von einem, ist klar. Ja, sind ein paar Sachen drin, die finde ich eigentlich ganz gut von der Idee her. Zum Beispiel die Sachen mit an den Wänden fahren und so, das finde ich extrem cool. Erinnert mich stark an F-Zero X und das Spiel fand ich extrem geil. Viel cooler als die alten F-Zero-Teile auf dem Super Nintendo. Und, ansonsten was noch? Keine Ahnung, Text vergessen. Dann haben wir wieder den Gleiter drin, der aus Mario Kart 7 stammt. Oder so. Für den 3DS, ihr wisst schon. Muss ich sagen, bräuchte ich nicht. Ich habe noch nie mit dem Ding gespielt, weil ich keinen 3DS habe. Aber an sich, das hat eigentlich in so einem Spiel meiner Meinung nach nicht wirklich was zu suchen. Ist aber nicht schlimm, wenn man ihn hat. Also, es tut nicht weh. Und da hat noch jemand einen Stern direkt hinter mir. Hoffentlich rammt er mich nicht. Ach, der kriegt gar nicht die Gelegenheit. Weil ich vorher in den Abgrund falle. Schöner Blitz. Naja. Und was haben wir noch? Da war doch noch ein alten was Neues. Ja, dieses Unterwasserfahren ist ja, glaube ich, auch wieder drin, was von Mario Kart 7 recycelt wurde. Das ist eigentlich auch herzlich unnötig. Ob ich jetzt auf einer Bahn fahre, auf einer Strecke fahre oder unter Wasser fahre, macht keinen Unterschied. Wenn die Unterwasserabschnitte sich nicht irgendwie deutlich in irgendwas unterscheiden würden, ist es wirklich einfach nur unnötig. Und ich denke, der Unterschied, ob man jetzt unter Wasser fährt oder über Wasser, ist wirklich nicht so besonders auffallend. Nö, denke ich wirklich. Toll, kein Item. Das brauche ich jetzt. Genau das, was ich haben wollte. Kein Item. Da kann ich ja noch richtig aufholen hier. Macht euch mal ein bisschen gegenseitig fertig, damit ich hier noch jemanden überholen kann. Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig abschießen? Scheinbar nicht. Schade. War nichts zu machen. Der Blitz hat es wirklich versaut. Traurig. Ja, und sonst, ob es irgendwelche Neuerungen in Mario Kart 8 gibt, wer weiß. Vielleicht mal noch ein bisschen über Items reden. Ne? Können wir beim nächsten Rennen machen. Mal gucken, was kommt.
Okay, war Luigi Arena. Hatten wir heute schon, ist aber schön. Ist auch ein schönes Finale und gibt mir die Zeit, noch ein bisschen über die Items in Mario Kart 8 zu reden. Nicht über das, was ich weiß, was kommt, weil ich habe keine Ahnung, was kommt, sondern über das, was ich mir wünschen würde. Ist ja auch mal eine Idee, ne? Also zunächst mal, ich hoffe, dass sie die blöde, beschissene Wolke rausnehmen, weil die ist echt völlig für den Arsch. Das ist ein reines Troll-Item für denjenigen, der sie kriegt, weil letzten Endes ist es so, dass man normalerweise nicht, oder zumindest, dass ich nicht die Gelegenheit kriege, die Wolke abzugeben. Ja, René kriegt die Gelegenheit natürlich, aber ich würde sie niemals kriegen. Ich krieg sie jetzt auch nicht mehr, die Gelegenheit. Und genau deshalb finde ich das Ding voll unfair. Es macht einen zwar für einen Moment lang schneller oder sorgt dafür, dass man nicht gebremst wird, wenn man im Offroad fährt, aber das, was man dadurch verloren hat, ist echt extrem unfair. Also die Zeit, die man dadurch verliert, ist scheiße. Da könnte man auch genauso gut ein ordentliches Item kriegen wie so eine scheiß Wolke. Ja. Ich finde die einfach nur sau unfair. Und jetzt gucken wir mal gerade auf die Karte. Ihr seht, wie riesig mein Rückstand ist zum ersten Platz. Ich würde wirklich mich bedanken, wenn es so wäre, dass man nur in dem Fall, wenn man wirklich einen riesen Abstand zum ersten Platz hat, überhaupt einen Bullet Bill kriegen kann und dass dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Und der sollte einen auch auf keinen Fall weiterbringen, als bis, sagen wir mal, auf dem fünften Platz oder so. Weil, ja, das ist echt unfair, wenn man mit einem Bullet Bill auf den ersten Platz gebracht wird, so wie der andere wollen. Und guckt euch das an. Ich weiß nicht, wer es ist. Selim oder wer? Ja, Selim war es, ne? Ist vor mir gewesen. 4 Plätze oder so vor mir gewesen. Und kriegt einen Bullet Bill. Und ich gurke auf dem 10. rum die ganze Zeit und krieg keinen. Also, da kann ja auch was nicht stimmen, ne? Dass die, die ganz weit hinten sind, keinen Bullet Bill kriegen. Und die, die weiter vorne sind, kriegen den in den Arsch geschoben. Finde ich nicht in Ordnung. Also, das können sie durchaus ändern. Der Bullet Bill müsste wesentlich fairer gemacht werden, sodass die Leute, die ihn wirklich brauchen, auch einen kriegen können und die Leute, die ihn nicht brauchen, auf keinen Fall einen kriegen. Und dass man eben nicht durch einen Bullet Bill ein Rennen gewinnen kann, dass es einen auf den ersten Platz bringt oder so. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, und sonst? Ja, es sind eigentlich zu viele Items, über die man mal reden müsste und zu wenig Zeit im Moment. Die Bombe können sie rausholen, die ist relativ unnötig. Andererseits, wenn sie es drin lassen, stört es mich auch nicht. Sie ist wirklich unnötig, aber ja. Viel schlimmer ist der blaue Panzer, also dieser Stachelpanzer, wie auch immer man ihn nennen will. Der ist ja ein reines Troll-Item hier im Spiel, ne? Also, der bringt demjenigen, der den zieht, bringt dann gar nichts im Regelfall. Und ansonsten ist er nur da, um denjenigen zu nerven, der auf dem ersten Platz ist oder so. Ja, also, betrifft ja sonst niemanden. Cool. Ich glaube, der blaue hat mir diesmal sogar geholfen. Haha, toll, wo ich gerade sagte, dass er nutzlos ist. Nee, aber der den blauen kriegt, der hat nichts davon, weil er damit nur jemanden treffen kann, der nicht mal in seiner Nähe ist. Und der vorne fährt und auf dem ersten Platz ist und sich so schon genug durchsetzen muss, der kriegt ihn dann ab. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich echt saudummes Item. Klar, wenn jemand 100 Kilometer weg ist, dann ist das vielleicht fair. Aber dann sollen sie die roten Panzer intelligenter machen, sodass die auch treffen können. Und dann wäre es damit auch geregelt. Und einen roten Panzer kann man zumindest abwehren. Übrigens, ich bin Ritter. Hätte ich nicht gedacht. Glückwunsch! Yay! Okay, wir haben jetzt 20 nach 7. Ich glaube, eine Runde fahren wir noch, oder?